Moin moin Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Forza im Ranked-Modus. So langsam haben wir jetzt ein paar Spiele mal hinter uns und sollten jetzt auch mal wieder reinkommen. Wir bauen erstmal unsere Standardsachen wieder ganz normal. Eine zweite Mine. Bisschen Holz vor der Hütten. Dass wir nicht gleich so gerusht werden können. Und heute spielen wir übrigens mal wieder Spook, also Spion. Heute spielen wir mal keinen Feuermörser. Also wir werden trotzdem gleich Mörser bauen. Aber wir spielen heute mal nicht Firebird. Sondern einfach mal den klassischen Spion. Einer meiner Lieblinge unter den Commandern. Macht halt immer mega viel Spaß. Erhöhen erstmal unser Income nochmal ein bisschen. Turbinen werde ich nicht bauen, weil wir haben zwei Kerne. Das würde einfach keinen Sinn machen. Wir haben so schon 210 Income an Energie. Also wozu halt jetzt noch Turbinen bauen, sehe ich jetzt nicht allzu sinnvoll an. Kann man natürlich gerne machen, wenn einem das halt noch zu wenig ist. So, brauchen wir die Werkstatt. Wir müssen ein klein wenig sparen. Sparen. Und los geht's. Los geht die Hütte fort. Auf. So, verkaufen wir mal ein bisschen was. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Ressourcen. Oder wir bauen einfach noch eine Mine. So, machen wir das Ganze ein bisschen gerade. So, ein bisschen wieder Holz davor. Immer schön Spam, Spam, Spam. Nicht, dass irgendeiner durchschießt. Das brauchen wir ja nun nicht. So, Minen haben wir jetzt alle erstmal soweit voll. Gleich müsste auch die Technologie durchgelaufen sein. Na komm. Wir wollen dann halt einen Transit machen von T1 auf T2. Wir werden wahrscheinlich Kanonen spielen. Kanonen 20 mm. Mal schauen. Vielleicht auch beides. Doppeltes hält immer besser. So, aber wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir ihn ein bisschen unter Druck setzen können. So, einen kleinen Turm bauen für einen Sniper. Ja, so langsam kommt ein bisschen Flüssigkeit wieder rein. Die ersten Spiele gehen gar nicht. Das ist jetzt, ob man wieder von Null anfängt. Das ist echt hammerhart. So, gucken wir mal. Treffen wir was? Sehr schön. Gleich auch die Minen mitgetroffen. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Aber wir werden hier wahrscheinlich nicht auf Upgrade Center spielen, sondern sparen uns die Ressourcen und gehen dann auf T2. Aber wir könnten jetzt eigentlich schon auf T2 gehen. Wir könnten ihn auch noch ein bisschen unter Druck setzen. So, holen wir erstmal seine Gunner alle raus. Zack. Na komm, jetzt. So. Ja, man merkt halt gleich, wenn man halt nicht mit Firebird spielt, wie viel weniger Damage man macht. So, hätten wir etwas früher haben können, aber wir wollten ja nochmal ein bisschen Druck aufbauen. So, dann läuft schon mal die T2, dann können wir jetzt fröhlich reinschießen. Immer drauf, immer drauf. So, unsere Fähigkeit ist halb aufgeladen. Zack und weg. Nehmen wir an, es wird ein Sniper gewesen sein. So wie das aussah. So, was hier nochmal die Minen hinten treffen? Nee, nicht so ganz. So, etwas weniger. Weniger ist manchmal mehr. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir sie getroffen. Gehen nochmal ein bisschen zurück, dass wir breiter reinschießen können. Das wird aber zu kurz. Ja, das war ein bisschen zu kurz wieder. Ja, es ist halt immer schwierig, das richtig einzuaimen. So. Auch solange wie die T2 läuft, können wir noch ein bisschen noch hier rumprobieren. So muss ich jetzt erstmal auf seine Verteidigung konzentrieren. Zack, zack. Die zwei Kammer sind auch weg.
Einmal stempeln gehen. Oh, beide gar noch nichts getroffen. Ja, das ist ja bitter. das ist also ein Moment, wo ich dann immer verrückt werden könnte. Wenn ich 3, 4 Gunner habe und die treffen nichts. So, diesmal ist es aber halt mal andersrum. So, nochmal drauf. Ja, mit der Basser. Ist halt entweder ein Energieschild und du hast Metall davor. Das hat er gar nicht mal so schlecht gemacht. Da haben wir nicht so richtig Angriffsfläche dafür. Dann placen wir jetzt erstmal die Cannon. Da haben wir schon mal eine T2-Waffe. Wenn wir sie durchkriegen. Er muss weiter seine Verteidigung stärken. Hat auch unten noch nicht wirklich was gebaut. Sieht zumindest so aus. Läuft halt auf vollen Minen. Das ist schon mal okay. Das heißt, Ressourcen werden wir ihn damit nicht so richtig trainen können. Aber wir können ihn dermaßen abnerven, sodass er dann technologiemäßig halt ins Hintertreffen gerät. So. Jetzt hier das noch ein Stück vor und das noch hinterher. Jetzt sehen wir die Tür nicht mehr so sehr. So. Oh, sehr schön. Wären fast alle drei weg. So, guck mal, was hat er? Er hat einen Sniper. Und einen MG-Schütze. Also noch gar keine Technologie. Ist ja auch ein bisschen bitter. Das heißt, wir sind eigentlich dermaßen ahead. Da brauchen wir uns eigentlich nicht so wirklich Sorgen machen, würde ich jetzt mal so tippen. Aber man weiß es immer nicht. Man weiß es nicht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Oder wie man auch immer sagt. Ja. Und wieder weg. So. Zack, zack, zack. Und drauf. Ja. Jetzt haben wir auch genug Batterien, dass wir auch alles schön zusammen abfeuern können. Und brauchen wir ja nicht bei der 20 mm. So. Weil er hatte eh momentan nichts. So geil. Der Aimgott ist mit mir. Ja. Habt ihr nicht gesehen. Schneide ich raus. wie kann man nur so daneben aimen? Oh, ist das hart. Oh mein Gott. Na, solange wie ich die Masse wenigstens noch treffe. So, jetzt nehmen wir den Sniper und dann können wir wenigstens die MG-Schützen damit wegholen. Oh, nicht eine Granate getroffen. So. Truf und. Jawohl. Kern liegt frei, ist explodiert. Einmal Tutti. Sehr schön. Hat sich halt oben auf seine Verteidigung konzentriert, was ich auch verstehe, weil wir ja die ganze Zeit mit dem Mörser reingeschossen haben. Und dadurch hat er halt unten so gut wie keine Verteidigung gehabt. Schicke, schicke. So, jetzt können wir in Ruhe oben das ins Visier nehmen. Können schön runterschießen. Oh, jetzt hat er aufgegeben. Na gut, verstehe ich. GG, WP. Hat er trotzdem versucht, schön zu spielen, aber man hat ja gesehen, er hat da unheimlich viel Turbinen gehabt. Also das hat nicht wirklich Sinn gemacht. Aber gut, muss jeder für sich wissen. Hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Bis demnächst. Moin moin Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Forza im Ranked-Modus. So langsam haben wir jetzt ein paar Spiele mal hinter uns und sollten jetzt auch mal wieder reinkommen. Wir bauen erstmal unsere Standardsachen wieder ganz normal. Eine zweite Mine. Bisschen Holz.